Game News. Hallo meine lieben Zockerfreunde und wieder herzlich willkommen zu den Game News am heutigen Sonntag, präsentiert von gamers-check.de mit den Themen The Division, der Changelog zum Day One Patch, Mirror's Edge Catalyst, neues Gameplay zeigt die Bewegung und Kämpfe, PlayStation Store gibt es viele, viele Angebote, Halo 5 Guardians Infobrocken zum nächsten Content Update und Dead Island Definitive Edition wurde offiziell bestätigt für PS4 und Xbox One. Das sind die Themen und es geht los. Der Changelog zu The Division wurde jetzt offiziell bekannt gegeben und es ändert sich einiges im Day One Patch. Und das wäre unter anderem, das Aussehen des Menüs ist aktualisiert worden. Das soll heißen, Glitternetz anzeigen, um die vorhandenen Objekte leichter durchsuchen zu können. Visuelle Verbesserung wurde einiges verändert. Zum Beispiel die Korrektur mehrerer Lichter, die nicht für allgemeine Beleuchtung sorgten. Dann Verbesserung der Megakarte und offenen Welt. Ja, so steht's hier. Darunter zählt zum Beispiel eine neue Einsatzübersicht, Untertitel für alle Felddaten mit Audio hinzugefügt. Dann haben wir Verbesserungen des Spielablaufs. Darunter zählt zum Beispiel neues Hilfemenü ist jetzt im Einstellungsmenü verfügbar. Und Korrekturen und allgemeine Verbesserungen. Darunter zählt zum Beispiel allgemeine Verbesserung der Stabilität, weitere Backend-Verbesserungen und Optimierungen, Anpassung der Lokalisation und Fehlerkorrekturen, zusätzliche kleinere Fehlerkorrekturen und Feintuning. Dann wurden weitere Serverchecks gemacht, um illegale Aktionen durch den Spielclient festzustellen. Und vieles, vieles weitere. Wie gesagt, ich kann nicht alles vorlesen, es ist einfach zu viel. Den kompletten Changelog findet ihr wie immer auf gamers-check.de. Das sind meine Leute. Das ist meine Stadt. Wir holen sie uns zurück. Mirror's Edge Catalyst oder insgeheim Mirror's Edge 2 genannt. Ein neues Gameplay wurde veröffentlicht und das zeigt die Bewegungen und Kämpfe. Und da sieht man jetzt endlich mal auch richtiges Gameplay. Und wie sieht's aus? Ja, es sieht Bombe aus. Es sind zwei Videos, die gehen jeweils circa eine Minute. Und ihr könnt die natürlich komplett sehen auf gamers-check.de oder auch, ich werde sie oben in der Infokarte verlinken auf jeden Fall. Da könnt ihr sie euch angucken. Im PlayStation Store gibt es massig Preisnachlässe und das nicht zu knapp. Wir haben zum Beispiel bis zum 9.3. haben wir Alien Isolation massig an Angebote. Bis zu 65% waren es, meine ich mich zu entsinnen. Egal ob PS3 oder PS4, das ist sowohl als auch. Da sind die DLCs dabei, sowie aber auch das Hauptspiel. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir bis zum 16.3. Das nennt sich tolle Preise, tolle Spiele und so weiter und so fort. Und da ist sehr viel Ubisoft dabei, die komplette Assassin's Creed Saga, also angefangen von 1, dann Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Rogue. Ja, und die Chronicles Reihe und Syndicate und Unity. Ja, massig Angebot. Und Far Cry ist im Angebot, auch die komplette Reihe, also Far Cry Classic, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon und Far Cry 4. Kein Far Cry Primal, nein. Es gibt auch zum Beispiel ein Angebot Far Cry 3 und Far Cry 4. Also wer die noch nicht gespielt hat und sich da vielleicht sagt, würde ich ja schon gerne mal spielen, die scheinen ja schon sehr gut zu sein. Denn das kostet zusammen im PlayStation Store 20,99 €. Far Cry 3 und Far Cry 4 zusammen statt 29,99 €. Also knapp 10 € günstiger.
The Quo Wild One ist im Angebot, sowie auch das normale The Quo, wobei ich dann eher The Quo Wild One, die Complete Edition, nehmen würde, sprich The Quo Wild One mit allen DLCs für 41,99 statt 69,99. Und The Quo an sich kostet im PlayStation Store aktuell, weil es ja im Angebot ist, 19,49 statt 29,99. Also wie gesagt, ich würde dann wirklich Wild One nehmen. Wenn man das komplette The Quo Erlebnis haben möchte, dann Splinter Cell Double Agent, Splinter Cell Complete Edition und so weiter und so fort. Violent Hearts, The Great War, Watch Dogs ist im Angebot und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist hier der Ubisoft Sale, der ist bis 16.03. Das ist, wie gesagt, für PS3 und PS4. Dann haben wir 20 Jahre Resident Evil. Bis 16.03. ist das im Angebot, also die komplette Resident Evil Saga. Es fängt an bei Resident Evil, Resident Evil Zero, Resident Evil Revelations 2. Dann nochmal Resident Evil, nochmal Resident Evil Zero, aber für die PS3. Dann Resident Evil 4 für die PS3, Resident Evil 5 für die PS3, Resident Evil 6 für die PS3, Resident Evil Code Veronica X für die PS3 und so weiter und so fort. Operation Raccoon City, Revelations 2 nochmal aber für die PS3, Darkside Chronicles und Umbrella Chronicles, wobei ich glaube Darkside Chronicles ist auf dem Index, wenn ich mich da recht entsinnen kann. Revelations auch nochmal, hast du nicht gesehen. Also es ist einiges. Auch DLCs sind dabei, also es ist schon ordentlich. Können wir mal preislich. Und jetzt Resident Evil Revelations 2, die Deluxe Edition, kostet für die PS3 14,99. Und für die PS4 genau dasselbe, kostet 18,99. Und die letzte Angebotssparte im PlayStation Store, auch bis 16.03., das sind die digitalen Rabatte. Also was rein digital ist, was reine digitale Spiele sind. Da haben wir den Goat Simulator, Alien Breed für PS Vita sowie auch für die PS3. Fets für PS3, PS4 und PS Vita. Oddworld, Munch Odyssey oder Oddworld New and Tasty oder Oddworld Stranger's Wrath oder Oddworld The Oddbox oder Weeble Galaxy. Soma ist im Angebot für die PS4, das zählt auch dazu. Und das kostet 19,99 statt 28,49. Und auch ganz interessant, The Banner Saga für 13,99 statt 19,99. Ja, das soweit zum Angeboten. Also die komplette Liste seht ihr natürlich wie immer auf gamers-check.de inklusive Links. Halo 5 Guardians gibt es Infobrocken zum nächsten Content Update. Und zwar ist ja aktuell das Hammerstorm Update gekommen und da soll noch kommen Ghost of Meridian, Memories of Reach, Hogwild und Warzone Firefight. Und Ghost of Meridian soll Anfang April kommen und es wurde jetzt für Warzone Firefight ein Infobrocken rausgehauen. Und zwar wird der Fiesta-Modus in die Social Playlist aufgenommen. Das Update soll auch den bekannten Firefight-Modus wieder aufleben lassen, nachdem zuvor viele Fans danach gefragt haben, wird dieser Modus dann mit dem Warzone Firefight Update wieder Einzug erhalten in Halo 5 Guardians. Darüber hinaus hat 343 Industries den Fiesta Modus für eine Woche in den Social Playlist aufgenommen. Dead Island Definitive Edition wurde jetzt offiziell für PS4 und Xbox One bestätigt und ein Trailer gibt es dazu auch schon. Jedenfalls, Dead Island Definitive Edition enthält Dead Island sowie auch Dead Island Riptide und erscheint am 31. Mai 2016 für PS4 und Xbox One. Außerdem enthält die Retail-Version noch
Dead Island Widow Revenge. Kosten soll das Ganze $39.99, also können wir auch von ausgeben, €39.99. Und die Spiele werden auch separat im Store erhältlich sein, zu jeweils $19.99, also sagen wir mal €19.99. Allerdings muss man hinzufügen, Dead Island sowie Dead Island Riptide wurden seinerzeit indiziert. Also können wir ausgehen, dass die Definitive Edition auch indiziert wird. Also holt's euch bei der Amis oder in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Holland oder sonst wo. Sonst könnt ihr nicht spielen, wenn ihr das unbedingt haben wollt und die PS3 oder Xbox 360 Fassung nie gespielt habt. Also, let's Zombie metzeln. Fuck you! You a dead bitch now! So, damit sind wir durch. Was hatten wir an Themen? Wir hatten The Division, der Changelog zum Day One Patch, der doch sehr groß ausgefallen ist. Dann hatten wir Mirror's Edge Catalyst, das neue Gameplay für Bewegung und Kämpfe, was doch sehr interessant endlich mal aussieht. Dann die PlayStation Store, die Angebote, was wirklich echt krasse Angebote sind. Dann Halo 5 Guardians, die Infobrocken zum nächsten Content-Update, was ich wirklich sehr, sehr feiere. Also da muss ich sagen, so hätte ich das auch gern in anderen Spielen. Kostenlose DLCs sozusagen. Aber naja, Call of Duty Battlefield, das wird sich wohl nie ändern. Und Dead Island Definitive Edition, offiziell für PS4 und Xbox One bestätigt. Mir gefällt es jetzt nicht unbedingt, aber ich halte sowieso nicht viel von den Definitive Editions. Ist natürlich auch spielabhängig. Wer es noch nicht gespielt hat, definitiv lobenswert, wer so auf Zombie-Spiele steht. Und von daher kann man sich das schon mal geben. Das war's soweit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann hinterlasst mir doch bitte ein Abo. Würde ich mich auch riesig freuen. Und Anregungen sowie auch Kritik bitte immer in die Kommentare posten. Und Anregungen zu den einzelnen Themen auch gerne in die Kommentare posten. Ich werde auch mitdiskutieren, so ist es ja nicht. Und in diesem Sinne bin ich für diese Woche raus. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zu den Breaking News. Und bis dahin, tschüss.